Moin, hier aus der MWZ-Kantine. Heute gibt es nicht Currywurst-Pommes, sondern das hier. Ich war nämlich kürzlich bei der Bundeswehr zu Gast mit der 1. Panzerdivision in Hohenfels, die da eine große Übung mitveranstaltet hat. Und das Ganze fand auf einem amerikanischen Truppenübungsplatz statt. Und da habe ich mir mal das hier mitgeben lassen. Das ist ein sogenanntes MRE, ein Meal Ready to Eat. Eine bisschen vergleichbar mit dem EPA von der Bundeswehr. Wer aber gedient hat, kennt das. Das ist so eine sozusagen Ration, wenn die Gulaschkanone nicht in greifbarer Nähe ist, dann kann der Soldat oder die Soldatin hier einen Tag mit verpflegt werden. Und ich mache jetzt mal ein kleines Unboxing und schau mal, was da eigentlich so drin ist. So, das Hauptgericht hier in diesem Paket ist Chili Macaroni hier drin. Und das schmeckt natürlich auch nur warm, hoffentlich. Schmeckt es überhaupt? Von der Bundeswehr, wer da mal war, kennt das mit diesen kleinen Espeed-Kochern. Das sind so kleine Metallgestelle, da packt man wie so eine Art Grillanzünder rein und dann wird da die Aluschale mit Cevapcici mit Reis draufgestellt und über dem Feuer aufgewärmt. Hier ist das anders. Hier kann ich das komplett ohne Feuer warm machen oder soll funktionieren. In dieser Tüte hier, wo eine Art Pack drin ist, das mit Wasser zusammen eine chemische Reaktion hervorruft, die dann das hier erwärmen soll. Und das probiere ich jetzt mal aus. So, jetzt sollen wir 10 bis 15 Minuten warten, bis das warm ist. Mal schauen. Solange kann ich ja mal was anderes probieren. Zum guten Essen gehört natürlich auch was zu trinken. Und hier habe ich Orange Beverage Powder, also ein Orangen-Getränkepulver. Jetzt. Prost. Ah, ja, süß, klebrig, etwas chemisch, naja, gut. Ich habe hier einen Cracker, ist das hier, einen vegetarischen Cracker, der hier extrem luftdicht verpackt hier drin steckt. Es zischt leicht, wenn ich es aufmache. Na, gucken, aha. Und hier habe ich irgendwie eine Käsecreme mit Jalapenos. Ja, leicht scharf. Hat so ein bisschen was von diesem Käse, den man aus dem Kino kennt. Und der Cracker ist halt, ja, ein Cracker. So, und zwischendurch noch, vielleicht auf die Schnelle, für die Fleischfresser unter uns, ein Teriyaki Beefstick. So, getrocknetes Fleisch. Geschmackssache. Ist halt so Dörrfleisch, ne? Also kann man essen. Und dann warte ich mal, dass mein Hauptgericht fertig ist. So, die Aufwärmzeit ist vorbei. Nach der Vorspeise kommen wir jetzt mal zum Hauptgericht. Ich hole mir das mal hier rüber und schau mal. Das ist also, wenn man es anfühlt hier, ja, das ist jetzt nicht brüllend heiß oder so, man kann es noch anfassen, aber es ist gut warm geworden. Oh, ja, es qualmt sogar. Oh ja. Eieiei, jetzt wird es richtig heiß, okay. Schauen wir mal, wie die Makaroni aussehen. So. Viel Soße. Ja, Fleischstücke drin. Nudeln natürlich sehr weich. Hat so ein bisschen was von üblichen Dosengerichten, die wir ja auch kennen. Also kann man durchaus essen. Ist nicht schlimm, es ist jetzt auch kein kulinarischer Hochgenuss, aber wenn man draußen ist bei der Kälte und sich vielleicht sowas warm macht, dann ist es vielleicht auch sogar nicht schlecht. Also, das ist die amerikanische Version des deutschen EPA. Und tja, weiß nicht, ob man das auch auf dem Markt kaufen kann, aber wenn ihr Lust habt, kauft euch das mal, probiert es mal selber aus. Ansonsten wünsche ich jetzt noch guten Appetit.